schlecht. Grüßt euch. Hallo, hallo. So ist das halt, liebe Leute. Hallo und herzlich willkommen. Es ist der neue Mittwoch und wir sind wieder online und alles für alle ist wieder zuerst da. Grüß dich. Ah. Hat ja eigentlich ein recht gemütliches Thema, ne? Nachdem wir die letzten Male eigentlich immer kontroversere Themen behandelt haben oder große politische Fragen. Jetzt zum deutschen Film. Absolut. Grüß dich, Sani. Wir machen noch heute auf entspannt. Ist ja auch gar nicht mehr so oft, bis wir nochmal Streaming richtig professionalisieren, ne? Ja, heute und die nächsten 2-3 Male hoffentlich noch. Und dann wird es richtig, richtig. Weil dann ziehen wir um. Absolut richtig. Ja. Ihr könnt ja schon mal reinschreiben, wie euch die Folge mit Wolfgang gefallen hat. Wolfgang wird heute auch nicht dabei sein, wie ihr das vermutlich schon befürchtet habt. Ich dachte, er ist auf dem Weg. Wir haben kurz überlegt, ob wir euch das vorspielen, dass er noch dazukommen würde. Ja, dann hätte man es, dann hätten wir groß ankündigen müssen. Vielleicht wären dann noch ein paar mehr Leute heute hier. Ja, aber trotzdem können auch wir natürlich über deutschen Film sprechen. Und können wir natürlich auch einen interessanten Abend zusammen haben, um das Thema nochmal zu vertiefen und auch so ein bisschen lockerer darüber quatschen zu können. Wie hat dir die Folge mit Wolfgang gefallen? Mir hat die Folge super gefallen. Also ich fand es sehr unterhaltsam. Es war halt für uns auch eine besondere Situation natürlich, Wolfgang als Gast zu haben, weil wir halt auch ihn und seine Arbeit, die er macht, halt schätzen. Und von daher war das wirklich einfach eine coole Erfahrung. Und die Folge an sich, die war halt auch gut gelungen, finde ich. Also ich fand auch, man hat ja immer, wenn man einen Gast hat, speziell wenn man jetzt halt einen Gast hat, wo man sich auch länger drauf freut. Und ist es ja auch auf jeden Fall auch so, dass wir Wolfgang länger angefragt hatten. Und dann halt auch, ich glaube, ein halbes Jahr oder so, dann dreiviertel Jahr darauf gewartet haben, dass es dazu kommt. Jedenfalls ist das dann natürlich eine Sache, die... Ich glaube, es war sogar entweder mehr als ein Jahr oder genau ein Jahr. Ja, meinst du? Ja, okay. Also es war wirklich... Wir haben auf jeden Fall lange drauf gewartet und von daher war das auf jeden Fall... ist man dann ja immer auch ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen aufgeregt, aber es, man wartet halt lange drauf. Es war halt ziemlich spannend von daher. Und inhaltlich fand ich es auch gut gelungen und war sehr interessant und auch einiges nochmal dazugelernt. Ja, Sally, du musst nochmal sagen, wie du das mit den Reichsbürgern meinst, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wo die Reichsbürger herkommen. Ja, und euch scheint es ja auch wirklich gut gefallen zu haben, aber es war auch ein bisschen das, was ich eigentlich erwartet habe bei dem Thema mit Wolfgang. Und wie gesagt, was ich auch wirklich schön fand, war dann, dass wir auch mit Wolfgang dann ein Thema machen konnten, was halt nicht von den anderen zahllosen Crossovers so behandelt wurde, weil mit Wohlstand für alle wurde er immer und immer wieder eingeladen, ich glaube vereinzelt auch mit Influencer, und da war es schön, mal explizit sich diesem Filmthema nähern zu können, was ja auch, also was für mich jetzt einfach auch nochmal spannend war, also generell, weil wir wenig über Film gesprochen haben, aber vor allem, weil ich finde, deutscher Film auch nochmal sowas ist, was jetzt auch gerade in Deutschland eigentlich recht wenig behandelt wird, oder man nimmt eigentlich auch so ein bisschen diese ganzen Zumutungen darum hin, aber ja, so eine tiefere Kritik oder tiefere Gedanken dazu macht man sich dann eher selten. Also tatsächlich, K-Zor, ist es auch, hat mich das auch sehr interessiert, was Wolfgangs Meinung zum Anarchismus ist.
Könnte ich auch gar nicht so richtig sagen, was jetzt Manichismus denkt. Wahrscheinlich hätte er schon irgendeine Form von Kritik. Aber ob diese dann auch tatsächlich spannend ist, ob das dann tatsächlich auch mal eine Kritik ist, die man irgendwie annehmen kann, weil oft ist Kritik am Manichismus eher so meistens plump, finde ich zumindest in der Regel. Gibt sehr wenig gute Kritik am Manichismus, obwohl man ja auch viel am Manichismus kritisieren kann. Von daher wäre das tatsächlich sehr, sehr spannend gewesen. Ja, Sadi schreibt, dass ich in der Folge die These aufgestellt habe, dass die durch die Fernsehproduktion über Adlige herkommen, was natürlich ein Scherz war. Ach so. Ja? Ich habe es nicht ganz verstanden. Was denkst du, was meinst du, Sadi? Nee, ich, Also ich habe es auch nicht ganz verstanden. Sadi, schreib ruhig noch mal genauer. Ich komme gerade nicht mit. Und ja, eine Folge zum Anarchismus mit Wolfgang wäre auf jeden Fall cool. Also vielleicht ist es ja was man noch mal irgendwie in ein paar Jahren realisieren kann mit ihm. Mal schauen. Ah, die Reichsbürgergeschichte meinst du? Ja, stimmt. Da habe ich, also das war ja natürlich so ein, wie du schon sagst, eher so ein halber Scherz, dass ich ihm gesagt habe, yo. Dass so viel immer über Adlige gesprochen wird im deutschen Fernsehen und das eben sehr oft vorkommt, einfach die Behandlung von diesen, dass dann halt dadurch der Adel in Deutschland halt auch so einen hohen Stand hat quasi. Und bei Bibi und Tina kam das ja dann auch vor und Ja, so. stimmt. Und dann habe ich ja gemeint, dass es halt vielleicht ein Aspekt ist, warum der Adel einen guten Stand hat. Und ich glaube schon halt, das ist auch ein Aspekt tatsächlich, also jetzt auch abseits dieses Scherzes, war schon ein Kern da drin, den ich schon interessant finde, weil es gibt ja wirklich eine sehr, sehr positive Darstellung in der medialen Behandlung von Monarchie und so und von so Adligen im Allgemeinen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dadurch dann auch so ein gewisser Teil von der Bevölkerung vielleicht keine tiefgehende Sympathie, aber zumindest so ein positives Wohlwollen gegenüber sowas halt hat und dann halt auch so extrem cringe Sachen wie diese Selbstkrönung von diesem Reichsbürger-Typen dann halt als weniger dramatisch empfunden werden als. Peter Fitzek oder wie er heißt, Ja. König von Deutschland. Ja, denke ich schon. Also ich glaube, was man in Deutschland sicherlich auch immer noch als einen großen Faktor hat, ist, dass wir ja auch einfach keine Krone haben, ne? Also keine Monarchie, und das, was es dann eben an Überbleibseln von Adelshäusern gibt, sind die, die dann irgendwelche Stadtschlösser verwalten. Und hier bei uns, wie du gesagt hast, da gibt es einfach eine große mediale Berichterstattung über so die Adelshäuser in den umliegenden Ländern. Ich habe es jetzt auch noch letztens, was, genau, da war ich in einem Altenheim zu Besuch, und da liegen dann ja auch immer diese ganzen Zeitungen aus, und mir ist nochmal aufgefallen, dass sich das wirklich in diesen 14 Jahren, wo ich das sonst bei alten Leuten liegen gesehen habe, gar nicht geändert hat, dass immer noch über die Ehestreitigkeiten im, was ist das nochmal, das Fürstenhaus, im Fürstenhaus Monaco dreht. Also schon wirklich faszinierend. Ja, also okay, so der Joke von Wolfgang am Anfang von der Folge, dass eine Hotelübernachtung noch möglich sein muss, das war wirklich ein geiler Moment. Und das fand ich auch, da hat man auch so ein bisschen gesehen, dass er halt auch ein guter Entertainer einfach ist, so der sich dann halt auch mit Projekten, wo er eingeladen ist, auseinandersetzt und dann halt sich einen, das ist ja so eine ganz klassische und ganz wichtige Grundformel im Prinzip, wenn man irgendwie einen Vortrag hält oder jetzt so einen Podcast und zum Gast ist oder so, dass man dann am Anfang so einen guten Witz passiert, einen guten Witz macht, um dann beim Publikum entsprechend auch direkt so ein bisschen zu bonden und das Eis zu brechen. Und das war halt, fand ich auch tatsächlich aus so einer reinen Showmanier halt heraus wirklich sehr, sehr stark und fand ich wirklich sehr witzig. Und Nightmare, ja, überraschend meinst du wahrscheinlich auch vielleicht so ein bisschen in dem Sinne, das vom Thema her auch, ne, oder? Also
Weil ich denke schon, dass es jetzt ein Thema war. Klar haben wir auch schon mal ab und zu über Filme und so gesprochen und Serien und so, aber ich denke schon, zum deutschen Film an sich haben nicht so viele Leute damit gerechnet, dass da von uns was kommt. Ja, war ja eigentlich mit unserer True Crime Folge jetzt, glaube ich, auch sowas wirklich mal ungewöhnlicheres thematisch, das stimmt. Ja, Gringo, ich glaube, das liegt auch einfach an den Budgets, die wir bei den Filmen sehen. Also, du hast ja geschrieben, dass es eben einfach technisch nicht, also der deutsche Film kann technisch nicht mithalten mit dem internationalen Kino. Und wie gesagt, ich glaube, das liegt einfach stark an unterschiedlichen Budgets. Aber was du vielleicht ja auch meinst mit diesem technisch nicht mithalten, ist ja auch, dass wir im deutschen Kino jetzt vergleichsweise wenig Action-Kino eigentlich sehen oder klassisches Blockbuster-Kino. Gibt es ja schon wirklich diesen starken Fokus auf Komödien, Romcoms, vielleicht hier und da dann auch mal ein Drama. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch recht wenig, wo man so sagen kann, da hat der deutsche Film die Möglichkeit, technisch wirklich Herausragendes zu zeigen. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eine Serie, die ich auch handwerklich recht schön fand und die mir atmosphärisch gut gefallen hat, war Dark auf Netflix. War ja dann in dem Fall jetzt nicht eine rein deutsche Produktion, weil es eben von Netflix mitgemacht wurde. Aber das wäre jetzt sowas, was mir auf Anhieb einfällt, was ich halt handwerklich auch wirklich sehr schön fand für so eine düstere Science-Fiction-Serie. Ja, aber ich glaube, das dürfte jetzt auch meiner Meinung nach nicht der Anspruch sein, was man vom deutschen Kino erwartet. Was mich persönlich eher traurig macht, ist, dass es halt so wenig, also was so ein nationales Kino dann eigentlich leisten kann, oder so in der eigenen Sprache, in der eigenen Kultur, wäre halt so einen tiefen Einblick in eben die ganzen Konflikte und Fragen von der lokalen Kultur zu geben, was dann halt im internationalen Kino natürlich zu kurz kommt. Und ja, das finde ich dann eher traurig. Dann von Sally die Frage, unsere Top 3 deutschen Filme. Also was mir jetzt, ich finde es immer, das ist immer schwer zu sagen, aber was mir jetzt so auf Anhieb eingefallen sind, sind zwei Filme auf jeden Fall schon mal, da würde ich jetzt gar nicht so unbedingt werten, aber ein Film, der auch genannt wurde, war Das Boot, glaube ich, in der Folge, was ich einen sehr coolen Film finde. Und Der Untergang ist ja, glaube ich, auch ein deutscher Film, oder? Ja, jetzt fehlt noch das Leben der anderen, dann haben wir sie, die drei großen deutschen Historien. Ja, und? Aber Das sind auch gute nee, Filme. aber ich habe jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Das sind auch gute Filme. Also tatsächlich, Das Boot habe ich nie gesehen. Das Was? hat meine Mutter, Oh meine Mann, Mutter hat sich immer so okay. darüber aufgeregt, dass ich den nie gesehen habe. Also ich meine, das ist jetzt natürlich nicht einer der besten Filme aller Zeiten oder so, aber das ist halt Ja. schon ein ziemlicher So mit Kracher. der deutsche Film, Ja, ne? eben, Ja. deswegen, also den musst du schon gesehen haben. Das ist ja eine echte Blamage, wenn Weil der wir. Soundtrack ist super. Den habe Ja, ich schon ein paar Mal den gehört. hast du schon gehört, okay. Ja, es gibt halt so diese paar Filme. Beispielsweise habe ich bis vorletztes Jahr hatte ich nie Inception gesehen. Aus einem ähnlichen Grund, weil ich mir wie bei dem Boot dann gesagt habe, ja, das ist so dieser große Film, den kann man dann mal irgendwann gucken, aber nicht jetzt. So. Und so schiebt man das dann nach und nach sich natürlich immer wieder auf. Und Dann vielleicht jetzt mal in der Weihnachtszeit oder so. Ist ja auch so ein bisschen hast du so einen ein, Weihnachtsfilm? also ein bisschen schon. Es ist jetzt kein, glaube ich, gar keine Weihnachtsthematik, aber es ist halt so ein ewig langer Film, wo man ja auch Zeit für braucht und Ja, so. so ein Feiertagskino wie Genau. Ben-Hur. Ja, sowas. Ja, aber also vielleicht würde ich noch drei Filme ins Rennen Ja. bringen, so, und das ist zum einen was nicht passt, wird passen. Alarm für Cobra 11, der erste Pilot, der erste Er meint das ernst. ausgekoppelte Film und Turbo und Tacho. Das Spin-off von Alarm für Cobra. Also ich muss zugeben, ich war bei Kindheit ein sehr großer Alarm für Cobra 11-Fan. Gute deutsche Action. Oh ja, und morgen die ganze Welt. Da haben wir auch mal, da haben wir uns auch mal intensiver mit dem deutschen Film auseinandergesetzt. Vor allem mit diesem einen. Ich meine, über den Film haben wir auch ein bisschen in der Folge geredet.
Eye Warning. Fandst du auch noch gut. Nein, ich weiß gar nicht, ob ich den je gesehen habe, ehrlich gesagt. Kenne ich gar nicht. Ist auch wahrscheinlich dann so ein Nazi-Film über irgendwie Nazis, oder? Oder so ein Skinhead-Film. Ja, Könnte so. das auch so ein, einfach nur so ein regulärer Subkulturfilm sein? Ich habe auch die ganze Zeit Angst, dass ich beim deutschen Film jetzt irgendwas so vergesse, wo ich wirklich Unrecht tue, wo ich mir dann jetzt denke, ah, das war eigentlich echt gut. Bam, boom, bang. Ja, der Robot-Film, ne? Also, was mich dann so ein bisschen enttäuscht hat bei der Folge oder was uns beide dann so ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass sie nicht so gut gehört war, wie wir uns das erhofft haben. Also, die Folge war jetzt nicht schlecht gehört oder so, also es ist jetzt keine Katastrophe gewesen, aber wir haben halt wirklich auch das sehr fest angenommen, dass mit Wolfgang als Gast das wirklich eine von den Aufrufzahlen auch herausragende Folge ist. Und das ist leider nicht eingetreten. Also es hat leider nicht so richtig funktioniert, dass das Ganze in die Wolfgang-Bubble so eingedrungen ist und da dann auch nochmal vielleicht ein neues Milieu an Leuten erschlossen wird, die dann auch auf uns als Projekt stoßen. Das war sehr schade für uns. Ja, ich kann auch nicht wirklich erklären, woran es liegt oder so. Ja. Das Nightmare kann natürlich sein. Das stimmt. Da hast du absolut recht, dass diese Folge einfach eine Folge ist, die jetzt vielleicht nicht auf den ersten Schlag halt so viele Aufrufe erzeugt, aber die einfach, weil sie sozusagen in unserem Repertoire ist, dann immer mal wieder auch von Leuten gehört wird oder entdeckt wird. Und generell ist es natürlich auch als Projekt halt eine gute Sache, wenn man so einen Namen dann schon mal im Repertoire halt hatte, wie so eine Visitenkarte letztendlich, ne? Ja, ich glaube auch, dass das fehlende Bild sicherlich auch nochmal einen Einfluss darauf genommen hatte, was ja jetzt bei anderen Crossovern eben dann der Fall war, ne? Also wenn wir uns das jetzt anschauen bei 99 zu 1 oder Morph mit Meinung. Ja, das war auch recht riesig bei ihm. Ja. Und das ist auch, glaube ich, bei Wolfgang. Ich glaube, es gibt natürlich auch viele Leute, die ihn halt nur als Audio hören. Ich glaube zum Beispiel dieser eine Podcast von ihm, die 29er, heißt er ja, glaube ich, mit dem anderen Dude, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe. Soziologe. Genau, da ist es auch, glaube ich, ohne Bild, meine ich zumindestens, dass es auch einfach nur Audio ist. Aber ich finde, glaube ich, schon, dass Wolfgang im Vergleich auch zu anderen Podcasts dann auch viel darüber kommt, dass man ihn sieht, ne? Weil er ja auch eine von seinem Äußeren her eine drakonische Person ist. Ich könnte das jetzt auch gar nicht sagen, weil bei Wohlstand, also Wohlstand für alle, habe ich auch primär als ein Audio-Podcast so gehört und da sind sie ja, glaube ich, auch beide einfach nur in zugeschaltet über halt ein Videofenster. Was anderes ist natürlich jetzt die Filmanalyse. Da Ja. genießen die Leute das ja auch, weil er da schon wirklich so einen recht ikonischen Stil gemacht hat. Und mir ist aufgefallen, wir hatten ja hier, ich hatte dir doch zufällig das mal gezeigt, wo er bei einer Vorlesung Karaoke gesungen hat, ne? Ja. Das ist tatsächlich was, was häufiger vorgekommen ist. Also ich kann wirklich nur allen Leuten empfehlen, sein Karaoke, sein Cover von Ich war noch niemals in New York ist wirklich gut. Da war er bei Rocket Beans und die haben so einen Karaoke-Abend gemacht. Da tritt er auch auf mit einem sehr schönen Video. Also wirklich eine engelsgleiche Stimme. Sehr, sehr interessant. Ja, Nightmare, wir haben tatsächlich das auch schon gesehen, noch vor der Sendung, dass Wolfgang im Dezember in Bahnhof Langdrea nach Bochum kommt und haben wir auch überlegt, hinzugehen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Und Sadi, nochmal, dass du ein paar anarchistische Themen spannend gefunden hättest. Dass es interessant gewesen wäre mit Wolfgang auf jeden Fall. Das Ding war halt wirklich, dass an dem Tag der Aufnahme er sehr wenig Zeit mitgebracht hat und wir das so sehr stark micromanagen mussten. Also wir hatten ja eine entsprechende Struktur, welche Themen wir behandeln wollen und das mussten wir einfach so sehr stark durchhangeln und da war jetzt halt nicht mehr der Rahmen und Raum nochmal auf. Anarchistisches Kino.
Ja, einzugehen. vor allen Dingen, weil ne, da lässt sich auch schwer was zu sagen, weil das hessische Kino jetzt speziell in Deutschland existiert fast nicht. Ne? Also es gab natürlich solche, oh, die Eule. Es gab natürlich solche Sachen wie Projekt A vor einiger Zeit, was ja zumindest in den kleinen Programmkinos auch schon einen gewissen Erfolg hatte. Also ich erinnere mich daran, wir haben den in Dortmund gezeigt, diesen Film. Und der war ja auch aus Deutschland her produziert und da waren halt wirklich Tausende bei uns alleine in unserem Kino, wo wir die Vorstellung organisiert haben. Und wir haben 2 Wochen lang komplett vollen Kinosaal gehabt, was dieses Programmkino zu dem Zeitpunkt sehr lange nicht mehr erlebt hatte. Also es gibt das natürlich, aber es ist schon sehr marginal. Ja, Unruh ist natürlich auch nochmal ein gutes Beispiel. Ist halt nur immer die Frage bei solchen Sachen, also auch wenn wir uns jetzt dieses klassischerweise anarchistische Kino, was man dann im Kopf bekommt, auch sowas wie Land and Freedom oder so, Terra y Libertad, das sind ja dann auch so Sachen, also viele Sachen sind einfach nur so klassische Historienfilme. Ist dann auch die Frage, was man jetzt da groß und breit drüber sagen kann oder auch über Projekt A, also eine Vorstellung von unterschiedlichen, irgendeiner Art und Weise anarchistischen Projekten so oder Bewegungen, Projekten, Leuten, wie auch immer. Da, das kann man erwähnen, ne? Aber uns ging es auch wirklich darum und ich würde tatsächlich sagen, Gringo, dass ich, also ich sehe das jetzt gar nicht so sehr mit dem, dass das was ist, was viel sonst beim Kanal war, weil tatsächlich hatten wir uns das auch so überlegt, wirklich von Anfang bis Ende mal so eine durchgängige, zusammengefasste Auseinandersetzung mit dem deutschen Film zu machen. Und das war ja auch was, wo wir vorgeschaut haben. Das haben wir jetzt auch so fast gar nicht gefunden. Also auch wenn man jetzt auf YouTube oder so mal danach sucht, ob es irgendwie eine Doku oder mal irgendwie ein Talk dazu. Also ich habe irgendwie zwei, drei Sachen, glaube ich, gefunden, was dann mit irgendwie so 5 Aufrufen, 100 Aufrufen von irgendwelchen Leuten, die das mal als Schul- oder Uni-Projekt gemacht haben, irgendwie so Geschichte des deutschen Filmes. Und deswegen glaube ich schon, aber es stimmt auf jeden Fall, dass das nicht so gut funktioniert hat, die Fans von den anderen Kanälen dann irgendwie mit rüberzunehmen. Aber ich glaube, das hat auch teilweise ein bisschen was mit der Bewerbung zu tun gehabt. Also ich glaube, wenn wir jetzt beispielsweise ein Reel mit ihm, wenn das zeitlich geklappt hätte, ein Reel mit ihm nochmal aufzunehmen und da stärker die Werbetrommel zu rühren, dann sähe es vielleicht anders aus. Ist Unruhe überhaupt ein deutscher Film? Ist das nicht französische Produktion oder so? Also könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr das wisst. Auf jeden Fall ist Unruhe sicherlich ein Film, der interessant wäre, mit Wolfgang zu besprechen. Ich kenne mir auch, also ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt oder so, aber kann ich mir auch vorstellen, dass er den auch interessant finden würde. Wir haben ihn ja selber nicht gesehen. Wir können ihn ja mal gucken und dann irgendwie Wolfgang über den Kontakt, den wir jetzt haben, belästigen, dass er mal den Film behandelt. Vielleicht kriegen wir dann auch unsere Meinung zum Anarchismus darüber, wer weiß. Ach, Unruh ist aus der Schweiz. Ist das dann auch so ein staatlich gef gibt's das bei euch? Gringo, schreibt mal vielleicht rein, ist in der Schweiz da auch so eine Filmförderung oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Vielleicht müssen wir dann mal hier mit VPNs arbeiten, dass wir uns eine Schweizer IP-Adresse zulegen, um ja. den Unruhfilm zu gucken. Da kommt schon jemand schneller als Gringo. Das ist halt immer die Sache. Man unterschätzt immer, wie viele Schweizer in einem Twitch-Stream dabei sind. Ja, gab es denn etwas, was ihr in der Folge gehört habt und wo ihr nochmal spannend findet, intensiver drüber zu sprechen? Wir haben auf jeden Fall für später noch ein Thema, wo wir interessant finden, noch mal drüber zu quatschen. Aber vielleicht ist euch ja auch noch was im Gedächtnis geblieben, wo ihr sagt, das war interessant, das würde ich gerne noch mal aufwerfen. Können wir natürlich jetzt nur wir beide was dazu sagen, aber ja. Ja, stimmt. SRF ist Schweizer Rundfunk. Das ist ja auch, glaube ich, was man bei uns empfängt.
als Fernsehsender. Das sind eigentlich so deutsche Serien oder so, die du regelmäßig geschaut hast früher? Die ich früher geschaut Ja. habe. Also ich meine, ich glaube, ich weiß inzwischen Tatort. recht gut, was du an Serien schaust. Werde ja eigentlich alltäglich damit konfrontiert. Auch häufig sehr direkt von dir. Dementsprechend ist mir zumindest jetzt nicht bewusst, dass du gerade irgendeine deutsche Serie schaust. Ich habe jetzt auch Tatort nicht so sonderlich regelmäßig konsumiert, aber wahrscheinlich dann eher Kinderserien. Hast du Also es Tatort, gibt weil, ja. warte mal, sorry, hast du Tatort unabhängig von deinen Eltern geguckt? Nein. Okay. Natürlich nicht. Weil das Wer wäre, guckt weil du denn? das jetzt so gesagt hast, ich Wer habe guckt Tatort denn? nicht so regelmäßig konsumiert. Wer guckt denn Tatort unabhängig von seinen Eltern? Sowas gibt's ja Ja, eigentlich das fände ich nicht. nämlich immer Du sehr wirst da spannend, halt wenn du nur jetzt. reinsozialisiert. Ich habe tatsächlich eine Tatort-Folge mal ohne meine Eltern geschaut. Ja, ich Oder ohne auch. meine Oma. Die mit den Dortmunder Nazis, die habe ich ohne meine Eltern Ja, geschaut. stimmt, die habe ich auch ohne meine. Nee, warte mal, die habe ich mit meinen Eltern sogar Na, geschaut, siehste. weil, und dann durfte ich als Experte natürlich vorsprechen. Und es gab aber noch eine andere, das war wirklich so eine Prämierte, und ich hatte das dann irgendwie nochmal gelesen, dass sie nochmal übertragen wird, die dann mehr wie so ein Theaterstück aufgezogen war. Also auch irgendwie mit so ein paar Filmpreisen dann überschüttet gewesen. So wirklich Ach gut. komm, Sadi, du hast noch nie Tatort gesehen. Das nehme ich. Ja, Sadi schreibt immer sowas rein. Das Das ist glaube immer ich dir irgendwie nicht. so. Sorry. Das glaube ich nicht. Wir leben doch jetzt wirklich in den gleichen Landesgrenzen und es gibt keine Menschen, die Schreibt Sadi bestimmt gleich noch noch, dass er nie. noch nie Alarm für Cobra 11 gesehen hat. Ja, das ist sogar noch eher. Nein, Doch. also Alarm für Cobra 11. Also ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal eine ganze Folge Alarm für Cobra 11 Ach geguckt. komm. Ich habe Ausschnitte gesehen, aber ich habe, glaube ich, nie eine ganze Dann Folge müssen wir das geguckt. mal machen. Dann gucken wir uns mal zusammen das, wo sie gegen den Weltuntergangskult kämpfen an. Keso schreibt, ich behaupte, Tatort ist für Pärchen oder Ü40 Menschen. Ja, klar, hast natürlich auch recht. Es gibt aber auch dieses Phänomen, dass man so Public Viewing in so Hipster-Eckkneipen macht von Tatort. Okay, also anscheinend ist das Phänomen Tatort zumindest in unserer Siehst du, alle Community schreiben nur, dass unterschätzt. sie noch nie Tatort gesehen haben, aber nicht, dass sie Alarm für Cobra 11 noch nie gesehen haben. Ja, genau, Nightmare, das ist auch so ein Ding mit diesen Tatort-Sonntagen. Und hat mir schreibt noch, ach, und ich habe noch eine marxistische Vampirkomödie aus dem vorletzten Jahr, die noch in der Arte-Mediathek zur Verfügung ist, und zwar Blutsauger. Muss ich mir aber noch selber anschauen. Okay. Das klingt interessant. Ehrlich gesagt, Käse, ich weiß nicht, warum deine Nachrichten überprüft Ich glaube werden. tatsächlich wegen dem Sticker, den du verwendet hast. Was hast du für einen Sticker verwendet? Den Ü40. Na okay, also hat er anscheinend Twitch Angst, dass du diskriminierend gegenüber Ü40 Menschen bist, oder? Ja, Doodle und iPads, es gibt auch Cobra 11, nicht nur einen Film, es gibt mehrere Filme. Also mein Liebster ist eigentlich der mit der Weltuntergangssekte. Aber es gibt beispielsweise auch einen Alarm für Cobra 11 Film, der heißt, glaube ich, Jenseits von Eden. Bei dem müssen, boah, ich weiß gerade nicht, welches Team das da war. Ich glaube, dass es nicht mehr Semi und Tom waren, sondern der, der nach Tom kam. Die müssen einen NVA-Putsch verhindern. Also ehemalige NVA-Soldaten der DDR, die so einen Geheimbund im Untergrund gehalten haben und dann versuchen, gegen die BRD zu putschen. Das ist ein geiler Plot auf jeden Fall. Das ist echt großartig. Können wir den nochmal gucken? Ist der Das gut? meinte ich, genau. Das können wir den, also wir können auch den mit der Weltuntergangssekte, auch der Cobra 11-Film, in dem Turbo und Tacho das erste Mal vorkommen, ist wirklich recht stark. Ja, genau, Kaiser. Ja, das ist auch eine Serie, aber es gab halt mehrere Filmauskopplungen von Alarm für Cobra 11, Ich habe weil Schmerzen. Ich habe wirklich mit diesen Menschen 6 Jahre verbracht.
an meiner Seite. Einem Cobra-11-Freak. Ja, das sind halt die zwei Sachen, für die ich mich begeistern kann. Politische Theorie und Alarm für Cobra 11. Ja, das wäre eigentlich mal Zeit für ein Übertage-Extra oder Alarm so. Alarm für Cobra 11, ja. Das vielleicht war. Ich bestehe ja eigentlich da drauf. Kann ich mal machen. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Kann ich auch geschichtlich ein, zwei Sachen zu sagen. Bist du nicht irgendwie diesen Leuten mal begegnet, persönlich? Ah, erzähl nicht zu viel. Vielleicht kommt das dann über Tage extra vor. Dann halte ich es jetzt geheim. Ja. Ich bin da auch gar nicht selber drauf gestoßen, sondern... auf Cobra 11 jetzt. Ein guter Freund von mir, das war irgendwie so ein Ding, so seine Eltern kamen halt aus dem Bürgerkrieg in Kroatien hierhin und die fanden irgendwie aus, die hatten halt so einen richtig starke Ablehnung gegen Gewalt und deswegen durfte mein Kollege dann immer nur, also er durfte nicht mal, sondern er hat dann diese ganzen Sachen immer heimlich geguckt und dann immer wenn ich nach der Schule mit Stream gekommen bin und seine Eltern noch nicht wieder von der Arbeit zu Hause waren, hat er mir dann heimlich auf damals noch RTL Now, dieser Streaming-Plattform, wo du RTL-Serien nachgucken konntest, dann Alarm für Cobra 11 heimlich gezeigt und meinte, dass er halt riesiger Fan war. Er war dann halt auch immer so irgendwie, boah, ich muss, bevor es bei RTL Now jetzt abläuft, weil er konnte das abends ja nicht mit seinen Eltern gucken, ich muss das jetzt gucken, bevor wieder das bei RTL Now abläuft. Und dann war auch immer so, ja, sorry, wir müssen jetzt kurz unterbrechen, ich muss noch Alarm für Cobra 11 gucken, willst du mal mitschauen? Und ja, da hat's mich dann gepackt. Ja, jeder braucht sein Guilty Pleasure. Ja, ne? Nee, alles gut. Ja, alles gut. Alles gut, mein Lieber. Das kommt vielleicht noch raus, dass du mal sehr großer Köln 50, 66, 7 Fan warst. Ich weiß nicht, was das ist. deutsche Doku-Soap, Daily-Soap. Aber ich glaube, ich habe wirklich bis auf Kinderserien, weil so Kinderserien, so Zeichentricksachen und so, da gibt es ja echt viel Gutes so, da, da habe ich sicherlich einiges geschaut, aber ich wüsste jetzt echt nicht, was ich so groß an Serien, weil was ja vorhin deine Frage war, was ich jetzt so groß an Serien geschaut habe, an deutschen Serien, bis auf eben minimal so Tatort durch meine Eltern. Ich wüsste es nicht. Ja, GZSZ. Aber das sind auch so Sachen, habe ich auch nie verfolgt. Mein Papa hat beispielsweise wirklich jeden Tag Berlin Tag und Nacht geguckt. Sag mal, wenn ich bei ihm gewesen war, so ein, wo ich auch wirklich so war, meine Güte, ey, das ist, keine Ahnung, das war halt sowas, was, wo ich mir auch so dachte, nee, komm. Dann noch am ehesten sowas wie Barbara Salisch oder so. Ich glaube, sowas habe ich halt auch häufiger mal geguckt. Alexander Holt. Ja, das halt. Lenzen und Partner, K11, Kommissar im Einsatz, ja. Das Nachmittagsprogramm. Richtig. Schön. Ja, Kinderserien, stimmt. Da war das auch stärker. Da gab es ja auch wirklich sehr gute deutsche Serien. Also ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Super RTL geschaut als Kika, aber auf Kika gab es wirklich viele gute Sachen. Ja, gut, aber dann lass uns doch noch zu einem Thema kommen, was wir uns noch überlegt hatten für heute, was wir nochmal besprechen können, was wir auch, glaube ich, so noch nur am Rande bisher in Livestreams hatten. Und zwar so diesen ganzen Kulturkampf im Film, was halt so die Austragung jetzt von den Kritikern gesagt Wokeness angeht. Also das ist natürlich eine Sache, die auch im deutschen Film stattfindet, aber jetzt nicht nur, ne? Sondern halt auch dann primär jetzt irgendwie sowas wie bei Disney und Marvel. Jetzt gerade ist ja auch wieder
groß im Gespräch, weil dort jetzt der neue The Marvels erschienen ist, eine 300 Millionen Dollar Produktion, die extrem gefloppt ist jetzt im Kinostart. Und auch im Kontext von Witcher und Barbie und allem, was da gerade so vor sich geht. Wir haben da schon immer mal wieder so punktuell drüber gesprochen, aber ich glaube nie so allgemein. Und ja, jetzt ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um da über das Thema noch so ein bisschen zu quatschen. Die Neuverfilmung von Ariel hab jetzt ich nicht gesehen. Ich habe halt nur Kritiken dazu dann geschaut, Kaiser. Und generell finde ich, sage ich mal, diese Neuverfilmung von Disney, die gerade halt passieren, doch sehr trashig und kritisch zu sehen. So. Und da teile ich halt auf jeden Fall auch diese Kritik, warum muss man. Also ich verstehe, warum das halt passiert, aber warum muss man halt dann solche Filme und Dinge, die halt so stark umschreiben auch, ne? Also die werden ja dann faktisch sehr, sehr stark umgeschrieben und werden halt genommen und werden nicht einfach so nochmal in hübsch aufpoliert neu verfilmt oder so, sondern die werden halt dann genommen und sehr stark auch verändert und dann halt eben mit irgendwie einer schwarzen Schauspielerin oder so eingesetzt. Und da frage ich mich halt schon, was so der Zweck davon ist, außer dass man dann halt sagt, ja, wir wollen halt, wir nehmen halt jetzt Ariel oder wir nehmen halt irgendwie irgendwelche anderen bekannten Märchen, weil das macht halt Geld, weil da kann man halt das nochmal neu auflegen. Dann die Leute, die damit groß geworden sind, gehen vielleicht dann ins Kino, gucken sich das nochmal an. Und dann finde ich es halt schon ein bisschen fragwürdig, warum man das so grundsätzlich verändert, weil das dann halt auch viel zerstört eigentlich von diesem ursprünglichen Werk. Und das finde ich dann halt schon schade. Und dann sollte man halt, finde ich, eher einfach ein neues Märchen halt schreiben, was halt eben nicht diesen Namen dann benutzt. Ja, erstmal auf jeden Fall Zustimmung nochmal zu Doodle on iPad. Kim Possible war eine super Serie. Und zu dieser ganzen Sache mit den Filmen neu auflegen. Ich glaube, du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen genau damit beantwortet, dass eben die Leute damit aufgewachsen sind. So, sie kennen es halt und du musst halt keine neue Werbekampagne machen. So. Es ist einfach viel günstiger in den Werbekosten, die ja guten, wirklich einen sehr guten Teil auch von so einem Film ausmachen und am Ende auch dafür entscheidend eigentlich mit sind, ob die Leute dann ins Kino gehen, eigentlich auch bevor die ersten Kritiken und so kommen und ob die Leute darauf gehypt sind. Und warum sollte man dann ein Märchen komplett neu schreiben? Die wissen ja, sie können nicht eine 1:1 Nacherzählung davon machen, weil das fänden die Leute einfach langweilig, also muss irgendwas Neues geboten werden. Und ich glaube, gerade auch diese Presse, die erzeugt wird, indem man sagt, man castet jetzt eine schwarze Frau als Hauptdarstellerin, weiß man einfach, das erzeugt Presse. Ich denke mal, dass das auch ein guter Grund dafür ist, um das dann zu machen, weil man hat einfach viele Pluspunkte dadurch. Und ich würde auch an dem Punkt tatsächlich sagen, dass für mich jetzt auch gar nicht das Hauptproblem daran irgendwie, wie das dann von außen manchmal gesagt wird, bei diesen Neuverfilmungen, ja irgendwie, das ist jetzt, das machen die einfach, um Diversity umzusetzen oder so, sondern ich glaube, dieses Casten beispielsweise jetzt von der schwarzen Hauptdarstellerin wird einfach nur als ein Grund genommen, um diese Neuverfilmung dann zu erklären und sich noch so einen sozialen Anstrich zu geben. Weil wenn ich jetzt hier an König der Löwen oder Dschungelbuch denke, das sind ja Neuverfilmungen, die jetzt nichts mit irgendwie Diversity oder so zu tun hatten, neuen Diversity-Regeln und die einfach gemacht wurden und die einfach furchtbar waren, so. Und die genau das gleiche Problem eigentlich sind, ohne dass es jetzt darum geht. Also bei den Neuverfilmungen würde ich das tatsächlich eher einfach grundlegend sagen. Diese Sachen werden vermutlich scheiße sein und sie sind im Endeffekt so Cash Grabs. Nee, also mir geht es natürlich auch nicht jetzt darum, dass man jetzt sagt, okay, vielleicht macht es halt Sinn, auch mehr Diversität in der Schauspielkunst oder so reinzubringen. Also das ist ja, habe ich nichts dagegen. So, warum nicht? Also ist mir im Prinzip egal, nur es gibt halt
wirklich auch Aspekte, die, wo man halt merkt, dass es aufgesetzt ist und dass man halt merkt, dass bestimmte Sachen platziert werden, die halt auch in einem Drehbuch halt nicht gut tun und die halt einem Film nicht gut tun. So. Und das sieht man halt an unterschiedlichen Stelle in unterschiedlichen Produktionen. Zum Beispiel bei Witcher war das ja ganz, ganz krass jetzt mit dieser Sequel-Serie, die halt erschienen ist, wo einfach dann ein Heldenteam ausgebildet wurde von 6, 7 Leuten, wo man halt gesehen hat, die haben halt alle fast keine Rolle gespielt. Also die hatten halt keinerlei Persönlichkeit, die haben keinerlei Tiefe gehabt, aber sie haben halt alle eine bestimmte Identität repräsentiert. So. Und dann denkt man sich halt schon, ja, warum halt nicht einfach anstatt 6 Leute, die halt null beleuchtet werden, einfach 2 oder sagen wir mal 3 oder 4 meinetwegen nehmen, die man dann halt auch tiefer erzählt, ne? Und da merkt man dann halt, finde ich, an so einer Stelle schon, dass dann eben aus politischen Gründen sowas umgesetzt wird, was aber vom Erzählerischen, innerhalb von so einem Universum oder sonst wie halt keinen Sinn ergibt. Und das finde ich halt ein bisschen fragwürdig und macht halt punktuell, nicht immer, ne? Es gibt auch andere Beispiele, also ich fand jetzt auch zum Beispiel bei The Last of Us, da ist ja auch die Vorlage schon so, dass da halt auch verschiedene, sag ich mal, Rollen und Sexualitäten und so weiter eine Rolle spielen. Und da, ja, war mir das halt gar nicht jetzt negativ oder so aufgefallen, sondern fand ich es halt echt cool und schön auch umgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, damit kann man auch so einen Unterschied aufmachen. Ich meine, Zadi, du hast es jetzt auch noch mal so ein bisschen beschrieben, dass es dann häufig so eine Liste gibt, die abgearbeitet werden muss. Und das ist ja auch tatsächlich, wenn man sich das jetzt anschaut, wie die Studios das machen, da gibt es ja jetzt auch einfach so Checklisten, beispielsweise bei Disney oder Amazon, wo die dann genau wissen, die und die Identitäten müssen jetzt bei einer so und so großen Produktion dann bedient werden. Und ja, ich meine, generell mit diesem Quotenwesen, ich finde das jetzt, glaube ich, nicht so sehr abzulehnen wie, also so stark zu kritisieren, wie manche andere Leute das sehen. Aber was ich schon merke, ist, dass es ziemlich, also dass das häufig ziemlich flach dann einfach nur in der Beschäftigung mit dem Ganzen ist. Wo man dann auch merkt, man hat jetzt dieses große geistige Eigentum, irgendwie den und den Marvel-Film, die und die Disney-Produktion. Und man haut das jetzt noch rein, um den Haken zu machen, gibt dann irgendwie so einen ganz banalen Konflikt noch um die Identität auf. Also wirklich so flach wie möglich, einfach nur irgendwie, was weiß ich, dem weiblichen Charakter, der weibliche Charakter wird jetzt irgendwie von dem männlichen bevormundet und nicht für voll genommen. Dem homosexuellen Charakter wird irgendwie vom Kopf gestoßen und klar gemacht, er ist hier nicht erwünscht. Und der schwarze Charakter wird irgendwie einmal irgendwie mit einem Identitätswitz oder so aufgegriffen. Aber es hat keine Tiefe, dass du wirklich merkst, das ist ein Charakter, der in den realen Verhältnissen lebt. Und das war ja auch so ein bisschen was, ich weiß noch, da haben wir doch über den neuen Spider-Man-Film auch gesprochen, wo ich auch nochmal gemerkt habe, wie das mit den Identitäten abgeflacht ist. Also vielleicht mag das jetzt auch sogar eine leicht idealisierte Sicht auf die alten Filme gewesen sein, weil wir beide ja mit denen groß geworden sind. Aber da meine ich ja auch noch bei dem neuen Film, den wir ja beide wirklich ziemlich beschissen fanden. Also jetzt gar nicht den Animationsfilm, sondern den Realfilm von der neuen Spider-Man-Trilogie. Wenn man das jetzt mit dem alten Vergleich, das wird immer noch so aufgegriffen und immer noch so ein bisschen dahin gesagt, irgendwie, ja, das ist jetzt immer noch ein Charakter aus dem Arbeiterviertel, unser jetziger Peter Parker aus den modernen Teilen. Er hat irgendwie kein Geld, aber es wird nur angesprochen, es wird nur gesagt, das ist übrigens seine Identität. Er ist arm, er muss auf sein Geld achten. Aber in der originalen Spider-Man-Trilogie haben wir ihn ja ständig gesehen, wie er eigentlich daran gescheitert ist, genug Geld zu haben, wie er einen guten Teil damit, wo er mit seinen Spider-Man-Fähigkeiten Pizza austragen musste, um am Ende genug Kohle zu haben, wo er in einem beschissenen Apartment gelebt hat, wo er die ganze Zeit Geldprobleme hatte,
wo seine Eltern Geldprobleme hatten, wo ja im Endeffekt er sogar noch ins Wrestling, in den Kampfsport gehen musste, um dann irgendwie genug Geld für ein Auto zu haben. Und das dann eben einfach gegenübergestellt mit diesem modernen Ding, wo einfach immer nur noch angesprochen wird, übrigens, ich bin diese Identität, wir können Witz über meine Identität machen, weil ich bin ja diese Identität, ich bin übrigens arm. Aber du merkst es nicht. Der neue Spider-Man lebt in irgendwie so einem Studio-Apartment in New York, wo du wahrscheinlich jetzt, ich will es gar nicht wissen, ich habe nämlich mal irgendwann mit den Mieten in New York auseinandergesetzt, $4,500 oder so pro Monat zahlen würdest. Ja, das führt uns ja auch so ein bisschen zu dem, was Wolfgang in der Folge gesagt hat und was auch gerade noch irgendwer reingeschrieben hat. Das fand ich nämlich auch einen sehr, sehr guten, wichtigen Punkt, dass halt im Film, im deutschen Film, aber auch generell einfach sehr wenig über Arbeit im Allgemeinen sehr wenig gezeigt wird und das Klassenverhältnisse und Klassenkampf, die Beschreibung davon innerhalb von solchen Filmen, wenn dann überhaupt nur als auch wieder so eine Form von Identität halt vorkommen. Und daran sieht man ja schon auch, dass es da eine klare Agenda gibt. Und wie das aber auch Kaiser schreibt, das muss ja, wenn das halt gut gemacht ist selbst, dann ist das auch egal. Dann spielt das auch keine Rolle, dann ist das auch okay. Es geht ja nur darum, weil es so viele, mittlerweile so viele Großproduktionen gibt, die so scheiße sind und wo halt wirklich ganze Franchise, wie jetzt halt bei Witcher, einfach zerstört werden. Also Witcher ist halt kaputt. Ne, das hat halt total großartig gestartet. Wir hatten ja, glaube ich, 2 Staffeln, die halt echt für einen Fantasy-Franchise sehr, sehr wichtig waren, weil du einfach da sehr wenig gute Sachen hast und so sehr wenig Neues kommt. Und das war eine total tolle Umsetzung von Witcher. Und jetzt ist es halt so kaputt gemacht worden. Natürlich nicht nur durch diese Sachen, aber auch. Natürlich lag es auch generell an einem komischen Drehbuch und so weiter und so fort. Der Hauptdarsteller, der ja abgehauen verlassen ist, musste. Genau. Gegangen wurde. Ja, da gibt es ja auch dann so ein bisschen Gerüchte, ist ja unklar, aber er hat sich so geäußert, dass es sein kann, dass er auch wegen dieser Debatten rund um diese politischen Fragen, um das kurz zu sagen, Wokeness halt eben gegangen ist. Das ist aber wie gesagt nicht klar. Und das finde ich dann schon bedenklich. Aber vielleicht kriegen wir da jetzt eine Warhammer 40k-Serie. Das wissen wir ja noch nicht. Stimmt, das ist auch nicht schlecht. Da habe ich Amazon Studios eingekauft. Und Nightmare, das ist natürlich auch wahr mit Black Panther. Ja, Black Panther ist es auch sehr spannend, dass uns da dann im Prinzip eine faschistisch-völkische Ideologie als was, ja, im Prinzip was Positives assoziiert wird. Ja. Einfach nur, weil es halt eine schwarze Ideologie ist an der Stelle. Sadi schreibt, ich habe einen Kumpel, der regt sich fürchterlich darüber auf, dass im neuen FIFA Frauen vorkommen, die besser bewertet sind als männliche Spieler. Teile seine Aufregung nicht, aber irgendwie kommt mir das schon so vor, als ob EA zeigen möchte, guckt her, wir sind voll woke. Wusste ich gar nicht, dass das ein Ding ist. Ja, wusste ich auch. Also ich habe jetzt auch tatsächlich nicht gehört, dass es so Spielerinnen gibt, die dann halt ähnlich gut bewertet sind. Wobei natürlich, man muss jetzt auch in FIFA dann in dem Kontext sagen, ja, du musst ja auch irgendeine Wertung geben und also was soll man halt machen? Soll man halt dann ernsthaft in der FIFA-Wertung so eine zweite Kategorie für Frauen einführen, wo dann alles einfach bewusst darunter liegt? Das wäre ja komplett. Ich meine, du könntest natürlich schon, wie es real im Frauenfußball ist, einfach eine getrennte Kategorie machen und dann innerhalb von dem Kosmos Frauenfußball bewerten, ne? So, also ich weiß, ist ja auch so. Es ist ja nicht so, dass du gemischte Teams plötzlich hast bei FIFA. Nee, deswegen meine ich ja, aber dann ist das ja in Ordnung, weil ja, genau. Sonst, wenn du jetzt einfach real von Marktwert und Talent Frauenfußball, Männerfußball die Spieler bewerten wirst, dann wird das ja wahrscheinlich auch Zahlen am Ende rausgeben bei den Frauen, die den Leuten jetzt nicht sonderlich viel Freude machen. Was? Es gibt gemischte Teams, Sadi? Ach so. Okay, das ist krass, das wusste ich tatsächlich auch nicht.
Ja, natürlich. IT, wenn wir das schaffen, würde ich das tatsächlich auch gerne machen. Aber ich glaube, Wolfgang ist sehr beschäftigt und das ist jetzt auch nicht irgendwie sein Leibthema, Kritik des Anarchismus. Aber wer weiß, vielleicht kann man ihn mal drauf ansprechen. Ja, ein bisschen Zeit ins Land fließen lassen, ne? Und irgendwann wird es vielleicht nochmal sich ein Tor öffnen für uns, sodass wir das dann nochmal vielleicht behandeln. Ja, aber sag, ich glaube, das, was du mit FIFA ansprichst, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Battlefield es war. Eins der letzten, und ich glaube, das war auch das zum Zweiten Weltkrieg, wo ja auch die Möglichkeit eingeführt wurde, als weibliche Soldaten zu kämpfen, wo sich ja auch viele Leute dann drüber aufgeregt haben, weil es historisch nicht akkurat ist. Und das sind auch so Sachen, auf der einen Seite denke ich mir, kommt Leute, es ist natürlich irgendwie Battlefield ist jetzt auch nicht darauf ausgelegt, historisch akkurat zu sein. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, ja, irgendwo kann ich auch verstehen, dass Leute dann sagen, das ist, also es durchbricht einfach so ein bisschen das, was man sich dann von einem Zweiten Weltkriegsspiel erwartet, auch wenn es natürlich, ne, weibliche Soldaten im Zweiten Weltkrieg gab, aber das war ja wirklich die absolute Ausnahme. Also ich meine, bei der Sowjetunion gab es dann, selbst die haben ja, Ja. das weiß ich irgendwie, nicht mehr als 1% der Leute Also ausgemacht. für mich ist das halt prinzipiell schon sehr wichtig, dass es Logik und Plausibilität in Welten gibt, egal in welchem Medium jetzt. Und ich finde diese Kritik an manchen Punkten dann eben schon berechtigt, weil sie halt mit entsprechenden Welten auch oftmals bricht. Und ich denke auch, dass du das nicht machen musst. Also du musst halt eben nicht diese Sachen, die halt Logik brechen, die Form, also zum Beispiel jetzt, wenn du halt Herr der Ringe probierst, halt umzuschreiben von dem Originalwerk her, wo halt viele Leute über Jahrzehnte mit sozialisiert wurden, einfach, wo dann halt im Kontext von der Erzählung bestimmte Fraktionen umerzählt werden von den Menschen und Wesen, die dann dort halt drin kämpfen und so. Dann kann ich das nachvollziehen, dass das halt eine plausible Kritik ist, weil du musst es ja nicht machen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt Mad Max anguckt, dann sieht man halt daran so, das ist ein absolut großartiger Film, der ja genau das Thema von Frauenemanzipation und starken Frauen und so behandelt und der es halt absolut großartig macht. Und der das halt auch in einem eigenen Universum macht, wo das halt entsprechend Sinn macht und wo das halt entsprechend aufgebaut und begründet ist. Und das ist halt geil. Und man muss halt eben, das ist einfach nur meine These, man muss es halt nicht einpflanzen in alles. So. Muss man schon aus einer finanziellen Sicht. Da sind wir doch wieder genau bei dem, das ist ja jetzt ein Clash. Ne? Ich meine, wir müssen jetzt nicht drüber streiten, dass Fury Road ein genialer Film ist. Und da kann man jetzt nochmal sagen, gut, es ist auch ein Beispiel von Mad Max Fury Road, war halt der vierte Teil von einem schon etablierten Filmgenre natürlich. Ne? So, aber man will ja eigentlich diese Verjüngungskur und dieses Ausweiten von Identitäten für eine Marktöffnung natürlich bei allen Franchises eigentlich umsetzen. Und ich meine, ich glaube auch so ein bisschen, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, wir haben natürlich irgendwie über diesen Diversity-Kram und irgendwie vielleicht jetzt auch so für jüngere und mehr sozial engagierte Teile der Bevölkerung sich öffnen und da einfach Idealen entsprechen. Aber ich glaube, es ist auch wirklich neue Identitäten reinbringen für ein internationales Publikum, weil der Film sich auch stärker internationalisiert und die Leute wollen natürlich auch Leute in den Rollen sehen, die so wie sie selber aussehen. Beispielsweise jetzt mit, ist der neue Film nochmal so Marvels. Von Marvel, da haben wir jetzt auch das erste Mal, glaube ich, einen pakistanisch-amerikanischen Hauptcharakter drin und da ist natürlich dann irgendwie die riesige super stark wachsende Bevölkerung von Indien und Pakistan dann angesprochen, so. Und das sehen wir ja auch mit einer wirklich jetzt ernsthaften und verstärkten Beschäftigung auch mit beispielsweise ostasiatischen Charakteren einfach, weil der chinesische Markt immer wichtiger für die Filmbranche wird. Und ich glaube, die wissen auch, dass es halt vor Ort einfach eigene Produktionen gibt. Also in China haben wir ja schon mehrere große Sachen gesehen, in Indien beispielsweise die ganzen wirklich riesigen Actionfilme, die da rausgekommen sind. Ich weiß gar nicht mehr,
den wir, glaube ich, auch nochmal gesehen haben, jetzt die letzte richtig große Produktion. Wir haben ja auch Bahubali 1 und 2 gesehen und oh, wie heißt denn nochmal der, der auch sich mit dem Kolonialismus beschäftigt? Komme ich jetzt nicht drauf. Aber wirklich, wo wir inzwischen auch recht große Produktion sehen und ich denke mal, die großen Studios wissen einfach, die müssen die Besetzung ändern, um auch bei jetzt selbstbewussteren Bevölkerungen und auch immer nationalistisch denkenderen Bevölkerungen natürlich auch Punkte sammeln zu können, indem die Identität dann widerspiegeln. Und das zeigt mir auch offensichtlich, dass es um, wie immer, um eine Frage des Geldes geht und der Marktmacht und der Ausweitung von dem eigenen Produkt. Also es geht hier nicht primär, es spielt auch eine Rolle, aber es geht hier nicht primär darum, dass das jetzt irgendwie Leute sind, denen es jetzt irgendwie um Frauenrechte oder so oder um die Rechte von schwarzen Menschen oder Minderheiten oder so geht. Klar wird es auch, gibt es wie immer auch Idealisten und irgendwelche Leute in diesen Produktionskreisen, die da auch ein politisches Verständnis von haben, aber oftmals geht es dann doch einfach um Marktentwicklung. Gringo schreibt, gerade bei Herr der Ringe ist ein gutes Beispiel, zeig mir mal, wo in den Büchern steht, dass Frodo weiß ist. Die Filme wurden halt von weißen Cis-Dudes gemacht. Auch richtig natürlich, dass es, also wie gesagt, es geht ja nicht darum zu sagen, es ist falsch, dass es eine größere Diversität im Kontext vom Film und von Medien gibt. Das ist ja absolut vernünftig und richtig so. Und das habe ich ja auch vorhin schon mal gesagt, ne, dass ich das auch vernünftig finde. Es ist halt nur, es muss halt auch eine Qualität halt haben und es muss halt passen. Und im Kontext von Herr der Ringe kann das auch gut sein. Ich kenne jetzt nicht die, ich habe die Ursprungswerke halt nicht gelesen und es kann gut sein, dass dort auch dann in den Filmen entsprechendes umgesetzt wurde aus einer weißen Perspektive, weil nun mal das Weiße produziert haben. Aber was ich eben auf jeden Fall weiß, ist, dass die Vorlage ja auch im Prinzip rassistisch ist. Ja, das ist halt die Sache. Also erstmal Nightmare, dem muss ich stark zustimmen. Charmed habe ich früher auch sehr gerne geguckt. War eine gute Serie. Du schreibst ja auch Nightmare, das Ursprungsstoff vom Herr der Ringe, auch ein reaktionäres Wort. Das ist ja wirklich, wenn man sich so ein bisschen Herr der Ringe anschaut, also ich meine, es war ja tatsächlich auch so, dass Tolkien dann auch damals in einer Kritik oder in einer Diskussion sogar stand, während eben Großbritannien im Krieg mit Nazi-Deutschland war, wo er sich dann sehr deutlich auch nochmal, weil die Nazis ja auch sein Werk interessant fanden, er sich auch sehr klar gegen Antisemitismus ausgesprochen hatte. Aber ich finde, wenn man sich Herr der Ringe anschaut, ist es ja wirklich ganz, ganz klar irgendwie Kind seiner Zeit, wenn es einfach um diese europäische Perspektive geht. Natürlich war er kein Nazi, aber man muss ja, also sagen wir mal, es gab ja noch andere sehr interessante Ideologien zu dieser Zeit in Europa und ich finde, bei Herr der Ringe merkt man das einfach ganz stark. Die Ostmenschen, die sich mit Mordor zusammenschließen, einfach die Sicht auf die Orks, die Uruk-hai und generell diese ganze Rassen, also diese ganze Rassenkunde, wo eigentlich alle Völker durch ihre rassische Herkunft mit bestimmten Attributen belegt sind und sich auch dementsprechend verhalten. Natürlich sehen wir auch da irgendwie dann Rassenfreundschaft. Also ich habe auch nur begrenzt Herr der Ringe gelesen, unter anderem, weil ich auch finde, dass der Anfang sehr unzugänglich ist mit der ewig langen Beschreibung der unterschiedlichen Hobbit-Familien und ihren Verflechtungen und ihren Attributen. Das ist eine andere Sache. Aber ich meine, wenn man sich jetzt Legolas und Gimli beispielsweise anguckt, dann sehen wir das. Und es ist ja auch so gesehen ein multirassisches, multiethnisches die Gefährten, die dann eben sich nach Mordor begeben. Aber nichtsdestotrotz sehen wir ja wirklich ganz stark, wie Kultur und Rasse bei Herr der Ringe zusammengehört und wie daraus dann auch eben eine moralische Wertung davon gemacht wird. Und ja, ich meine, über die Geografie muss man ja dann auch nicht weitersprechen mit den Männern des Westens und den östlichen Barbaren. Aber man merkt halt einfach an diesen ganzen Punkten und an dieser ganzen Aushandlung, es gab halt schon immer eine Form von Kulturkampf.
gerade in, also in allen Medien gibt es das letztendlich. Aber was wir gerade erleben, ist halt, dass es so eine gewisse Zuspitzung davon gibt und die auch so recht offen passiert. Also klar, damals gab es auch Diskussionen, hast du ja erzählt, aber ich erlebe das so, dass es halt vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, gab es halt nie und nimmer so eine breite gesellschaftliche Diskussion um solche Kulturfragen. Und das wird natürlich aufgeworfen durch eine erstarkte politische Rechte, die halt entsprechend auf allen Fronten so was dann halt auch bemängelt und halt kritisiert und aufmacht, aber auch durch einen, diesen erstarkten liberalen Nationalismus, wie wir ihn halt beschrieben haben, der halt eben auch nicht mehr bereit ist, so dem den ganzen Geschehen, den, das dem Zufall zu überlassen. Und diese beiden Fronten, die wir halt so in der Gesellschaft sehen, die sich immer weiter auftun, die, wo halt dann eine revolutionäre, eine radikal linke Position, die abseits dessen passiert, die sich auf Klassenverhältnisse bezieht und auf den Kapitalismus bezieht und so weiter, ja kaum eine Rolle oder so gut wie gar keine Rolle spielt, sondern es eben diese beiden Fronten gibt, die gegeneinander antreten. Ja, das sehen wir halt auch eben im Film und in der Kultur und in den Medien allgemein. Und deswegen ist es auch so ein wichtiges Thema, denke ich, und wozu man halt sich verhalten muss und mitreden muss und eine Position finden muss. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch schon alleine, weil es einen ja auch selber betrifft, ne, weil wir ja diese ganzen Sachen uns anschauen, konsumieren und natürlich auch Spaß da. Ne, man hat ja auch selber Spaß, darüber analytisch zu sprechen. Das ist ja auch irgendwo einfach nicht nur Spiegel der Gesellschaft, sondern integraler Bestandteil von davon, wie Gesellschaft, wie die Staaten funktionieren. Aber ich glaube trotzdem, dass ich so ein bisschen davon weggehen würde, zu sagen, dass sich das jetzt nochmal mega krass zugespitzt hat. Also ich würde einfach sagen, die Debatten ändern sich, die über Kultur geführt werden, weil ich meine, wenn wir zurückgucken, es gab ja schon sehr hitzige Sachen, also sehr hitzige Diskussionen einfach über andere Sachen. Also beispielsweise, wenn wir jetzt, weiß nicht, was vielleicht jetzt was bei uns in der Kindheit oder Jugend war, die Killerspieldebatte und die ersten großen Amokläufe in Deutschland. Schon wirklich ein sehr bestimmendes Thema, wenn ich jetzt zurück an meine Kindheit denke, was wirklich, wirklich viel diskutiert wurde. Oder davor dann in so 90er rum waren sicherlich Subkulturen ein Riesenthema, wo gesellschaftlich drüber diskutiert wurde. Musik, medial, die Verrohung, Gewalt auf den Straßen. Und ich glaube, wenn du zurückgehst, dann kannst du immer wieder das finden. Die ganze Zeit, also alleine so der Red Scare in Hollywood, die Diskussion über Kommunismus, Sozialismus im Film, was geht überhaupt noch durch? Das ist ja auch was, was Konservative dann gerne vergessen, wenn wir uns die USA zu dieser Zeit anschauen. Waren es sie, die wirklich massiv staatlich gegen solche Sachen vorgegangen sind, die von Hollywood starke Einforderungen gemacht haben, Kommunisten rauszuwerfen, kommunistische Inhalte, unpatriotische Inhalte nicht zu zeigen, der Gegenkulturfilm dann von den 68ern, solche Sachen. Also ich glaube, das, du findest immer wieder diese Diskussion. Vielleicht aber auch tatsächlich, wo ich dir dann zustimmen würde, ist, dass wir wirklich diese Zeit hatten mit dem Ende der Sowjetunion bis dann eben eigentlich zum Aufkommen des globalen Terrorismus, wo es viel einfach Kultur gab, wo so man im Endeffekt da angekommen war. Es gibt jetzt nicht mehr den großen Konflikt weltweit und alles ist so ein bisschen auf Frieden und Weltharmonie und so aus. Dass es vielleicht da auch so einen Bereich gab, wo man Kultur einfach ein bisschen hat Kultur sein lassen. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich glaube wirklich, dass das so ein, ja, jede Zeit hat einfach ihre Kulturkriege. Weißt du, das ist vielleicht das, was ich damit sagen will. Das stimmt auch. Also ich gebe dir da recht. Ich denke, jetzt hat sich die Katze hinter das Sofa verabschiedet. Greif ihr nach, nicht, dass sie jetzt vollstaubt. Ja, ist sie schon. Verdammt, jetzt wissen die Leute, wie es hinter meinem Sofa aussieht. Also, ich glaube einfach, auch wenn du da recht hast, gibt es dann so eine, trotzdem eine gewisse Zuspitzung der Diskussion. Das hast du ja, glaube ich, auch gesagt. Also, dass diese Diskussion gibt es immer und es gibt auch so Intervalle von, aber es gibt halt um bestimmte Themen, ja, auf jeden Fall, so eine Zuspitzung und halt auch eine gewisse Härte und eine größere Breite. Also, und ich finde auch, ist es nochmal ein Unterschied, ob über Killerspiele diskutiert wird oder über
Monate und Jahre über Transgender oder so. Oder Repräsentation von irgendwie schwarzen Menschen in Filmen. Das sind halt schon nochmal so qualitative Unterschiede und die halt ein sehr viel größeres gesellschaftliches Bedrohungspotenzial und Politisierungspotenzial nach rechts halt haben, als damalige Diskussionen das halt hatten. Und vor allen Dingen, wie gesagt, auch eine Medienmacht von rechts. Und das ist halt das, was halt in den letzten 5 Jahren nochmal sehr, sehr stark zugenommen hat und was halt diese Polarisierung des Ganzen und diese Härte des Ganzen natürlich ausmacht. Ja, mit Nightmares Frage können wir dann auch so langsam in die offene Runde kommen, würde ich sagen. Nightmare fragt, habt ihr schon gehört, dass die CDU Hessen das Gendern verbieten lassen möchte? Nee, habe ich noch nicht gehört. Das ist mal neu, das bin ich ja sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ja, Käse und Gringo, ich glaube, da habt ihr auch recht. Also ich bin wirklich nicht sonderlich bewandert, was Star Trek angeht, aber von all dem, was ich mitbekommen hatte, tatsächlich, ich habe einen Dozent an der Uni, der riesiger Star Trek-Fan ist und der hat uns heute irgendwie nochmal so ein bisschen Input dazu gegeben. Deswegen ist es ganz witzig, dass du das jetzt auch mit Lieutenant Uhura ansprichst, dass das, wenn man sich das anschaut, auch mit den Storylines, die da verfolgt wurden, ist ja schon wirklich, wirklich eine sehr große Bandbreite auch an sozialen Themen gibt, die angesprochen wurden. Und wenn man sich das jetzt auch anschaut, dass für die Zeit wirklich einen sehr starken multiethnischen Cast gibt. Also das ist natürlich interessant. Ich glaube, das ist auch was man manchmal so ein bisschen vergisst, wenn wir jetzt heute über diese neuen Diversity-Regeln und so sprechen und Disney sich jetzt damit rühmen kann oder irgendwelche anderen Produktionen. Wow, guckt mal, was wir jetzt hier gemacht haben. Wenn man dann geschichtlich zurückguckt, dass es wirklich teilweise, also wirklich viele Filme gab und teilweise auch Hauptrollen, die besetzt wurden und auch teilweise ganz eigene Kinotradition wie jetzt Blaxploitation-Filme oder solche Sachen, wo du eigentlich schon für die damalige Zeit oder selbst wenn du das heute angucken würdest, einen erstaunlich diversen Cast und so hast. Und manchmal die Sachen dann auch sogar noch interessanter verhandelt wurden und nicht nur so oberflächlich wie heute. Ja, schreib gerne aber auch themenfremde Sachen jetzt in den Chat. Also wenn ihr gerade noch was anderes auf dem Herzen habt, was euch bewegt, schreibt es gerne rein. Wir müssen jetzt nicht mehr nur über Film sprechen. Nightmare Reality. Ich glaube, Kunst ist immer auch Markt- und Ideologievermittler. Ich glaube, im Kapitalismus kann das so gar nicht anders existieren. Übrigens eine deutsche Serie, die ich noch ganz gut fand, war Four Blocks. Das möchte ich hier nochmal anmerken. Das fand ich wirklich, hat mich mal gefreut. Wurden ja auch Leute aus dem deutschen Web für genommen. Gringo aus Berlin, nicht unser Gringo, oder? Ist vielleicht doch der gleiche, das wäre genial. Gringo aus Berlin, der Rapper, hat ja auch den Titeltrack und das Outro dafür gemacht. Auch ein ziemlich geiler Track und das war eine Serie, die mir noch Spaß gemacht hat. Der Bushido-Film, beste. Zeiten ändern dich. Ja, habe ich tatsächlich. Hat auch ein gutes Titellied. Damals auch gerne. Ja, habe ich damals auch gerne geschaut. Mit Moritz Bleibtreu als Arafat. Richtig. Das war geil. Das ist wirklich deutsche Filmgeschichte hoch 3. Hat Moritz Bleibtreu nicht auch irgendwen von der RAF gespielt? Ja, ja. Bei meiner Meinung nach. Ja, Christian, klar. Typ hat echt. Nee, nicht Christian Klar, sondern. Oh. Nicht Christian Klar, sondern wie heißt er nochmal? Der Obermimer von der RAF am Anfang. Ich bin
ähnlich gut in deutschen Stadtguerillas bewandert oder wie bei Star Christian, Trek. Oder doch. Oder doch Christian Klar? Nee. Herr Gringo, aber ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall irgendwo auch einen Ort in meinem Herz für schweizerdeutschen Rap. Ja, aber wenn er ehrlich ist, dann schon eher auf so einem Trash-Level. Ja, es klingt halt... Ja, es ist... Ich sag jetzt nicht, wie das klingt. Ja. Ja, Sadi, das ist natürlich auch nochmal interessant. Die Linke zerstört sich selbst. Vielleicht können wir dazu sogar mal einen eigenen Stream machen. Also ich denke, das interessiert euch ja auch sehr. Ach so. Weiß nicht, ob wir da Bock zu haben, aber das könnte zum Beispiel für nächste Woche unser Mittwochstream werden. Können wir mal drüber nachdenken. Könnt ihr mal in den Chat schreiben, wie euch das gefallen würde, dass wir mal über die Linke und über Sarah Wagenknecht und so. Ist ja nicht nur Sarah Wagenknecht. Nochmal sprechen. Können wir auch über die Abschaffung der Überhangs- und Ausgleichsmandate sprechen und die knallharte Durchsetzung jetzt seit gar nicht so langer Zeit jetzt erst von der 5%-Hürde. Damit war es das dann. Ja, da hat mir das auf jeden Fall auch ein guter Verweis. Tatsächlich finde ich auch aus der Dialektik der Aufklärung das Kulturindustrie-Kapitel recht gut lesbar und von Benjamin das Kunstwerk im Zeitalter seiner, ich glaube, das industriellen, technischen Reproduzierbarkeit oder so. Auch auf jeden Fall spannender Essay. Finde ich aber auch nochmal interessant mit der Linken und dem Ende der Bundestagsfraktion, dass auch wirklich, wenn du jetzt auf Twitter geschaut hast, die ganze FDP-Blase und diese ganzen Libertären und Liberalen, die bejubeln das jetzt. Oh, endlich scheidet die SED endgültig aus dem deutschen Parlament aus. Ich will auch sagen, komm, fickt euch. Und wir haben natürlich auch gejubelt, als die FDP rausgeflogen war, mal zwischendurch. Ja, aber das ist irgendwie auch so ein, keine Ahnung, das kommt bei mir auch so ein bisschen so aus dem Elternhaus. Irgendwie, das war immer so, hä? Also bevor es jetzt, also jetzt mal abgesehen von natürlich rechtsradikalen Parteien, bevor es die AfD gab, war immer so die FDP die Scheißpartei, so. Das ist halt so diese unfähige Bonzenpartei mit diesen Leuten an der Spitze, die halt einfach nur unsympathisch sind. Bis der Lindner kam, ne, und die Haartransplantation in der Türkei gemacht hat, so. Und, also, jetzt nicht bei meinem Elternhaus, die finden immer noch die FDP scheiße, aber ich meine, gesellschaftlich war es wahrscheinlich die erfolgreichste Haartransplantation in der Geschichte der Menschheit, oder? Das stimmt. Ja, Lindner ist auch wirklich der einzige Grund, warum diese Partei gefühlt noch existiert. Ich meine, Westerwelle wäre, glaube ich, nicht dazu in der Lage gewesen. Rösler. Oder Rösler. Boah, stimmt, den gab es ja auch ja. noch. Ja, Rösler. Ich würde auch sagen... Damit machen wir Schluss, Freunde. Ja, mit dem Rösler. Ist ein guter Schlusspunkt. Ich glaube, ich gucke jetzt nochmal, wie alt dieser Mann eigentlich inzwischen ist und wie er jetzt auch, ausschaut. Genau, wie er aussieht, würde mich auch mal interessieren jetzt. Das stimmt, Sani. Ja. Rassist war Westerwelle auch. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen heute. War ja eine kleinere Runde mal wieder, aber ist ja auch ab und zu so bei unseren Folgen-Nachbesprechungen. Und ihr müsst weiter stark bleiben mit unserem unprofessionellen Setup. Haben wir schon am Anfang gesagt, irgendwann im Dezember, ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen, dass es direkt zum Anfang gelingt, werden wir nochmal durchstarten mit den Streams und das alles nochmal schön machen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Das war wirklich eine schöne, entspannte Runde. Und Gringo, wir warten dann auf deine Web-MP3 in unseren DMs. Glück auf. Glück auf.